Meinung zu Saufen und Rauchen. Also Rauchen, Leute, Rauchen ist in meinen Augen das Dümmste, was man machen kann. Meine Meinung. Ich weiß, es ist eine Sucht und viele wollen es gar nicht, aber die kriegen es halt nicht anders gebacken. Aber ich finde, Rauchen, Leute, man stinkt aus der Fresse. Man zahlt dafür, dass du schneller abkratzt oder schneller krank wirst, höchstwahrscheinlich. Es kostet so viel Geld. Es gibt wirklich keine richtigen Vorteile. Und jeder, der jetzt sagt, oh, nach dem Essen gibt es nichts Besseres, als eine Zigarette zu rauchen, Digga, die hat einen kompletten Schaden. Ich finde, meine Meinung, es ist das Dümmste, was man machen kann. Bei Alkohol ist es auch nicht clever. Jedoch finde ich persönlich meine Meinung, man kann mal irgendwo mal was trinken, wenn du auf dem Geburtstag von deinem besten Freund bist. Dann kannst du dir schon mal da ein bisschen was zum Anstoßen mal was reinballern. Jetzt nicht exzessiv da dir alles reinknallen und dann auf der Intensivstation landen. Das ist nicht so cool. Und ich empfehle jeden, ab wann ist Alkohol? Ab 18? Vor 18 nicht zu trinken. Ja, vor 18 nicht zu trinken. Wenn ihr kennt dein Limit, aber ich finde so, man kann sich mal was gönnen. Persönlich, zu Anlässen. Meine Meinung. Shisha rauchen, ich rauche auch nicht oft Shisha. Ist so ähnlich wie Zigaretten, also das kannst du eigentlich nicht so an sich mit Zigaretten vergleichen, finde ich persönlich. Obwohl, schwieriges Thema, aber ich denke, dass man dieser Suchtfaktor, glaube ich, so bei Pfeifen, also bei Shisha-Rauchen und Zigarettenrauchen ist, glaube ich will da nichts Falsches sagen, aber ich glaube, du wirst nicht so schnell süchtig nach Shisha wie bei Zigaretten, glaube ich, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif heraus sagen. Aber es ist auch dumm. Es ist auch dumm. Bezahlst genauso viel, bezahlst auch sehr viel Geld dafür, dass du sehr früh oder früher. Also es ist nicht gut so. Aber ich würde, um die Frage so mal kurz, wenn jemand mich fragt, würdest du eher Shisha rauchen oder eher Zigaretten, würde ich sagen, ich würde eher auf jeden Fall Shisha rauchen. Erster Verein Mariendorf. Welche Anti-Berliner wissen vielleicht MSV Mariendorf 06? Keine Ahnung, ob die den kennen. Vielleicht. Guter Schuss, Overmaster. Perfektes Alter für eine Beziehung. Leute, diese ganzen 13-Jährigen, die jetzt gerade mit jemandem zusammengekommen sind und dann schreiben, oh, ich bin vergeben, ich liebe sie so toll. Halt's Maul, du Knecht. Du kannst sie mögen, aber lieben ist was komplett anderes, glaub mir. Oh, Digga, werde ich aggressiv, wenn ich daran denke. An diese ganzen 12-jährigen Mädchen, die gerade verlassen worden sind, weil die Hausaufgaben von ihren scheiß Freunden nicht gemacht haben oder so. Und dann hat der Freund Schluss gemacht, weil sie seine Yu-Gi-Oh!-Karten mit ihrer scheiß Capri-Sonne voll gedingstert hat in der Hofpause oder so. Und die dann Schluss machen. Und dann WhatsApp-Status oder Facebook. Laufe durch den Regen, weil man meine Tränen dann nicht sieht. Halt's Maul, du scheiß Knecht. Mädchen oder Junge, ist mir auch scheißegal. An die Mädchen, Digga, da kriege ich echt einen Hals bei so einer Scheiße. Also keine Ahnung, das ist schwer zu sagen. Man merkt es, man merkt, wenn man jemanden liebt. Ich finde, eine Beziehung sollte man nur eingehen, wenn man für jemanden wirklich, wenn man diese Person, wenn man Gefühle für die hat. Und es kann sein, dass man die Gefühle nach einer Zeit halt stärker werden. Aber diese Leute, die dann 2 Tage mit jemandem zusammen sind und die 14 Jahre alt sind, nichts gegen die 14-Jährigen, aber glaubt mir, das ist. Ihr könnt es nicht vergleichen, Mann. Ich bin 13 und reg mich auch über solche Leute auf. Ja, da werde ich aggro bei so einer Scheiße. Meine Meinung, fühle ich. Ja, ist auch so. Also, keine Ahnung, jeder, der mir was anderes sagt dazu oder argumentiert, das ist das gewesen, Edi Geller. Du kannst nicht sagen, so, du bist jetzt 17 geworden, jetzt kannst du eine Beziehung starten. Das ist auch Quatsch. Aber ich glaube, so richtige Gefühle kann man erst so für jemanden entwickeln, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat. Tipps gegen Liebeskummer, oh Gott, Digga. Ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid, aber diese Nachricht lese ich safe mindestens einmal im Stream. Guter Schuss, Pjanic. Liebeskummer, Leute, könnt ihr aufhören, mal hier so rumzueiern mit Liebeskummer? Meine Fresse, wenn sie sich getrennt hat von euch. Ja? Also, wenn man Liebeskummer hat, gehe ich mal stark davon aus, dass sie mit euch Schluss gemacht hat oder er mit euch. Weiß ja nicht, ob ihr auch Mädchen am Start sind. Er mit euch oder sie mit euch. Wenn ihr mit jemandem Schluss macht, dann seid ihr euch ja im Klaren, dass ihr diese Person dann erstmal nicht habt. Klar, vermisst ihr sie dann und habt vielleicht auch ein bisschen so Sehnsucht, aber Liebeskummer glaube ich dann eher nicht für die. Also, es haben eher Leute Liebeskummer, die verlassen werden. So, und jetzt müsst ihr euch versetzen, so, wenn das Mädchen oder der Junge euch versetzt, dann denkt euch, na gut, wisst ihr was? Dann ist es halt so, der Mensch war mir halt wichtig, was soll ich dir erzählen?
Aber wenn sie nicht mehr will oder er nicht mehr will, dann ist es so. Dann schließe ich damit ab und du versuchst darüber wegzukommen, versuchst eine neue, trefft euch mit oder einen neuen oder ich würde erstmal gar nichts machen sogar. Ich würde erstmal so mit meinen Freunden mich treffen, dann würde ich chillen, Digga, macht eure Hobbys, macht euren Job oder eure scheiß Schule oder holt mal Weekend League Elite 1, ich weiß es doch auch nicht, Digga. Und lenkt euch ein bisschen ab. Wenn dann, also es sollte nicht das Ziel sein, so, aber glaubt mir, wenn die Person sieht, dass es euch so gut geht, dann denkt sie euch so, warum hat er keinen Liebeskummer und so? Diese ganzen Leute, die wollen doch, dass ihr Liebeskummer habt. Ich sag euch, die machen mit euch Schluss, aber sind 40 Mal auf den Insta-Kanälen von denen dann mit ihren scheiß Fake-Accounts und gucken dann, wie es denen geht. Die wollen nur sehen, oh, mein Leben ist so scheiße ohne ihn. Das ist so wie eine Bestätigung für die. Nicht an alle so, aber sehr viele. Also ich würde euch empfehlen, Leute, ihr könnt traurig sein, aber macht euer Leben nicht abhängig von einer Person, die jetzt hier gerade jemand anderes, weiß ich nicht, weggeknallt hat und dann, ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich weiß nicht, wer von euch gerade so in so einer Phase ist, aber ich würde euch empfehlen, niemanden dann, derjenige will wirklich, dass ihr euch dann schlecht fühlt oder er will es vielleicht gar nicht, aber wenn ihr denjenigen zeigt, dass es euch gut geht, auch ohne sie oder ihm, dann denkt er sich, warum? Und ihr merkt dann auch selber, dass es gar nicht so schlimm ist. Und die ersten Wochen sind vielleicht unangenehm, aber lenkt euch ab. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist zu Hause rumzugammeln und zu sagen, wenn eure Freunde mit euch Schluss macht und eure Freunde sagen, komm raus, komm mit Fußball spielen, jetzt ist gerade ein bisschen dumm mit Fußball spielen, aber lass raus, lass uns was unternehmen oder so. Und ihr dann sagt, nee, ich will nicht, ich habe schlechte Laune wegen meiner Ex. Genau das ist der Fehler, Digga. Das habe ich gemacht. Ach so. Oh, genau das ist der Fehler. Du musst dann sagen, ja, okay, ich komme mit und rasiere euch im 16er weg oder so. Sowas in der Art. Geht ihr danach was essen mit euren Freunden, ja, und chillt dann, geht grillen oder weiß ich nicht, was ihr dann immer so macht und kommt auf andere Gedanken. Aber zu Hause rumzuhocken und Weekend League zu spielen und dann sich darüber aufzuregen, dass EA so eine Schmutzserver hat oder in Fortnite, dass euch irgendein scheiß Mongral in die Fresse pumpt, obwohl ihr da gerade eine Wand gebaut habt, das macht's nicht besser, Digga. Ihr müsst rauskommen. Glaubt mir. Warum spielt mein Gegner eigentlich so krasses Teampressing? Jetzt krieg ich hier wirklich das 2-2, lol. Schade, Illegaler. Mongral, Digga. Wenn Mongral mich irgendwo im Pleasure Park pushen würde, dann würde ich selbst quitten, Digga. Dann würde ich so rausquitten. Was der Typ da veranstaltet, das ist so eine gecheatete Scheiße. Aqua ist besser. Ja, ich weiß es doch auch nicht, Digga, wer da besser ist. Ist mir auch relativ egal. Hauptsache, geht raus und genießt euer Leben und chillt nicht zu Hause. Schießt du dahinter Level ab, an kleine Kinder zu verkaufen? Digga, ich stehe sowas von 100% dahinter. Sowas hast du noch nicht gesehen. Weil, erstens finde ich das Produkt gut und zweitens halte ich da niemanden eine Knarre an den Kopf und sage, wenn du das jetzt nicht kaufst, dann trete ich dir dein Gesicht zusammen. Sondern ich sage, wenn ihr... Boah, jetzt kriege ich hier das 3-2, lol. Oh, so. Wenn ihr wollt, dann kauft es euch. Ich finde das Produkt gut. Ich zwinge aber niemanden dazu, um es kurz mal auf den Punkt zu bringen. Ich kann es empfehlen. Und wenn derjenige sich das kauft und sagt, Junge, das schmeckt wie scheiße, du hast keinen Plan vom Leben, dann sage ich dir, ja, okay, das ist dann schmeckt es dir halt nicht, das ist deine Meinung. Aber viele sagen auch, yo, ich kann das noch nicht, ich finde es jetzt voll gut. Und Dankeschön. So, das ist jeder selbst überlassen. Nein. Fake. Nein. Ach so. Nein. Oh, Leute, ich will hier ganz kurz ein Tor machen. Kein Abseits, Herr Schiedsrichter. Der geht nicht rein. Ah, das war auch schlecht. Ja. So, nun. Da wäre ich ausgerastet. Warum hast du nicht Psychologie studiert, ja, ne? Kann ich echt gut machen. Also, jetzt mal Real Talk. Ich habe echt eine gute Menschenkenntnis. Vielleicht bin ich nicht so gut in Deutsch und in Geschichte und in scheiß Englisch. Aber wisst ihr, was ich habe? Und das lernt man auch nicht in der Schule. Das ist angeboren. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich kann mich sehr gut in Leute hereinversetzen. No homo. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich durchbreche oft die Barriere. No homo. Ich schaffe es sehr schnell, zu Leuten durchzudringen. Ja, no homo. Nee, ich meine es ernst, Digga. Ich kann sowas gut. Ich verstehe auch, ich kann mich sehr gut in Leute. Empathie, heißt das Wort so? Empathie? Ich habe sehr viel Empathie, glaube ich. Das ist das Wort. Und das haben nicht die Leute hier, Digga. Ich kann euch so viele Leute da draußen zeigen. Meine scheiß Sitznachbarin, wo mich meine Lehrerin
nebengesetzt hat, weil ich so scheiße, ich war ein Problemschüler. Und sie hat mich dann zu dem schlauesten Mädchen der Klasse gesetzt, Digga, und die hat verstanden, wie du herausbekommst, wie viel scheiß Quadratmeter, was, so wie viel Wasser in diesen scheiß Raum hier passt, wenn, oder wie viele Tonnen Thomas sich Wassermelonen kaufen kann, bevor sein scheiß Haus da zusammenbricht, diese scheiß Matheaufgaben. Sowas hatte sie drauf wie keine zweite, aber wisst ihr, was sie nicht drauf hatte, und das lernt sie auch nicht, einfach so Menschenkenntnisse, so, du konntest dich nicht mit der unterhalten, ich meine es ernst, und davon gibt es ganz, ganz viele. Du konntest nicht mit der reden, du konntest nicht mal sagen, die ist verstrahlt gewesen, dann hat die einen 1,0er Schnitt, hat dann später irgendeinen coolen Job, aber was sie nicht hat, ist, wow, da geht's so rein, Menschenkenntnis, Digga. Das ist einfach so und das ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, sowas. Jeder hat bestimmt in seiner Klasse so einen Typen, der so krass schlau ist und der auch bestimmt nett ist. So ist es ja nicht. Der ist bestimmt nett, aber du kannst einfach nichts mit denen anfangen. Du kannst nicht mit denen alleine in einem Raum sein und sich mit dem unterhalten, weil der es einfach nicht gebacken bekommt, weil der gar kein Gefühl dafür hat. Der weiß es einfach nicht so. Der hat dafür keinen Nerv, keine Gefühle so. Ihr habt einen Jungen in eurer Klasse, der ist sehr schüchtern, weil er zum Beispiel sehr, weiß ich nicht, Digga, sehr dick ist oder komisch aussieht oder weiß ich nicht was, sehr dünn ist oder keine Ahnung, sieht halt sehr eigen aus, sagen wir mal so. Und er denkt jetzt, ihr verurteilt ihn wegen seinem Aussehen. Aber ihr habt eigentlich nicht viel mit ihm zu tun. Aber dieser Kollege Schnürschuh ist voll nett, er ist lustig, ihr könnt euch mit ihm unterhalten. Er ist, er interessiert sich auch für Fußball, aber er entfesselt das, er redet gar nicht erst mit euch, weil er Angst hat. Weil der Kollege Angst hat, dass ihr ihn die ganze Zeit verarscht und gemein zu ihm seid. Natürlich gibt es diese Leute, die einen dann verarschen, aber diese Leute sind Schmutz, Leute. Diese Leute sind voll oft Kinder, das ist sehr oft früher, also in der Kindheit so, dass diese Leute in der Pubertät so richtig da am Start sind. Aber sobald ihr älter werdet und so, ein ist so scheißegal, wie derjenige aussieht, Digga. Wenn jemand nett zu mir ist und lustig drauf ist, dann sage ich denen auch, Digga, ist mir doch scheißegal, ob du fett bist, ob du dünn bist, ob du der geilste Typ auf Erden bist, das ist mir relativ Rille. Und genau diese Leute, die dann halt meistens so am Start sind, die haben halt, die reden erst gar nicht mit euch oder sind halt sehr schüchtern und fangen erst gar nicht mit euch so das Gespräch an. Deswegen denkt ihr, der ist so. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen würde ich an allen, also wirklich einfach mal empfehlen, die Leute, die sehr schüchtern sind und denken, oh, der verarscht mich so oder so. Redet einfach mal mit denen und wenn ihr menschlich cool oder so am Start seid oder einfach, wenn ihr nicht cringe seid, Mann, wenn ihr einfach ganz normal redet, wenn ihr ganz normal seid und jeder gute Freund oder jeder normale denkende Mensch ist scheißegal, wie ihr dann da aussieht oder so, der wird sich mit euch anfreunden. Everything has changed. Every day.